Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Bausimulator 2015. Yay! So, dann verlade ich hier nochmal die letzten Paletten. So. Ich weiß gar nicht, bei dir muss ich auch noch ganz schön viele Sachen hinbringen, oder? Musst du sehen, ich weiß es nicht aus dem Kopf. Achso, okay. Ich dachte, du weißt das noch von gestern. Nein, garantiert nicht. Ja, hätte sein können. Jo. Wieso stelle ich die hier eigentlich so platzsparend hin? Wir müssen ja nur noch drei Stück rauf. Glaube ich zumindest. Ich guck mal eben. Aufträge, aktive Aufgaben, Anbau. Naja, doch vier. Vier war doch richtig. Hast du auf Träger geguckt, wie weit innen das Bäumen? Wo sind wir gekommen? Bist ja schon ganz schön weit gekommen, sehe ich gerade. 52% sind das. Das ist doch gut. Solange es den Spaß macht, ist ja gut. Ich gucke, ich muss noch mal eben gucken. Aktive Aufgaben, Anbau. Oh, danach muss ich noch. Alter Falter. Okay. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Glaube ich dir. Also bei dir habe ich gar nicht geguckt. Das wollte ich auch noch machen. Hast du schon einen Container vom Baustoffhändler mitgenommen zu dir? Ja, steht keiner. Also okay. Muss ich aber auch noch ganz schön viele Sachen hinbringen. Uiuiui. Ich glaube, du wirst diesmal sogar schneller fertig als ich mit den ganzen Transportsachen. Das weiß ich nicht. Ich glaube es aber. Ich kann ja auch mal demnächst bei dir gucken, wenn ich hier fertig bin. Okay. Der Anbau ist ganz schön groß. Ja, macht man ja auch nur einmal im Leben den Scheiß. Ja, meistens zumindest. Außer wenn man Bauunternehmen ist, dann macht man es ja nicht. Aber als Bauherr eigentlich nur einmal im Leben. Yep. Außer das Haus fackelt er. Echt lustig, ein Haus fackelt ab, ne? Nee. Dreimal neu gebaut, brennt schon wieder ab. Was könnte da nicht stimmen? Vielleicht sollte ich mal die Steckdosen nicht kurz schließen. Ja, könnte da dran liegen. Du mal ein Haus hast, ey. Nee, ich mach's ja bei mir nicht. Ich mach's nur in der Schule. Ich leg nur. Ja, ne? Ich leg nur da den ganzen Sicherungskasten lahm. Wenn man die Steckdosen kurz schließt, passiert eigentlich nichts, weil die Sicherung einfach nur rausknallt. Ich weiß, aber. Irgendwie war an einer Steckdose die Hauptsicherung angeschlossen, auch ein bisschen dämlich, ne? Oder vielleicht einfach ist es denn, naja, der Kurzschluss weitergeleitet worden. So alle Sicherungen raus, einmal in der Reihe. Du müsstest mal die vom Krankenhaus sehen, die ganzen Hauptsicherungen. Oh Gott. Der ganze Raum war mal davon gefüllt, dass sie mal mit war. Oh, ganzer Mann. Raum, eigentlich nur voll Elektronik. Echt? Ist da so viel drin? Mhm. Ja, wobei es wäre auch blöd, wenn dann ein Gerät mal nicht geht und auf einmal ist überall der Strom weg, wenn dann mal so ein Beatmungsgerät ausfällt, wäre auch scheiße, ne? Wenn du mal berechnen würdest, eigentlich ist nicht ein Raum ist verknüpft an so eine Sicherung, sondern jede Steckdose hat eine Sicherung. Echt? Naja, weil du bist gerade mit dem Operieren, das Ding hat einen Kurzschluss, der ganze Operationssaal steht lahm. Nein, heute ja. Auch scheiße sein. Bisschen, ja. Herz bleibt du bist einfach stehen. Mit dem Operieren, fumm, Licht aus. Miii, pom. Oh nö, da haben sie mal wieder das Licht an. Und dann nehmen sie ein Streichholz. Okay, boom. Dann geht's weiter. Lachgas, ne? Weil das Lachgas auch so mitten irgendwo rum nicht offen. Genau, von Heli.
du? Stell dir mal gerade so vor im Krankenhaus. Mach mal Streichholz an, will einen Raum. Boom. Du musst furzen. Also musst einen geschlossenen Raum haben. Unser Lachgas ist leer. Oh, er ist betäubt. Ne, Anbau warst du, ne? Anbau war ich, genau. Jo. Hab gerade hier den Zementsack hingestellt. Oder die Zementsäcke. Du einen Raum haben, du machst ein Streichholz an und dann furzt du. Denn so richtig starken Furz, ey. So richtig Bohnenfurz-mäßig. Alter. Zerfliegt er mit einem Raum, ey. Im geschlossenen, zementierten Raum. So kein... so für die nächsten paar Minuten kein Stoff raus und wieder reinkommt. Macht's richtig fett, boom, ey. Alter, und wie die Explosion wohl stinken muss dann in der Nachbarschaft. Ich glaube, das stinkt dann ungefähr so wie Erdgas. Lecker. Sowohl Methan, keine Ahnung. Keine Ahnung von Chemie, wann es niemand beibringt. Mhm. Physik ist immer noch am geilsten. Mhm. Vor allem ist es ein Physiker, unser Lehrer. Hey. Er ist Physiker? Ja. Er war Physiker und ist zum Lehrer abgerutscht. Ganz tief abgerutscht, irgendwie so Niveau Müllmann. Nee, scheiße Reiniger, stimmt. Ich meine Müllmann, da verdient man noch recht gut, finde ich. Naja, man hat einen Sinn. Eben. Sonst wird das so irgendwann mal wie in Italien vor ein paar Jahren aussehen. Ach Gott. Was, das sah man in Italien nicht aus, die hatten keine Müllabfuhr. Echt, die hatten keine? Die hatten mal für eine bestimmte Zeit war da irgendwo keine Müllabfuhr oder so und das... Die Deutsche Bahn streikt auch. Das... Die Müllabfuhr in Italien kann ja auch streiken. Nee, ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, aber ich war in die Straßen voller Müll. Also sah aus wie ein Mittelalter. Können die Rechnung nicht bezahlen für Mülltonnen. Muss man ja auch mieten. Ja, aber im Grundsatz geht das eigentlich für den ganzen Aufwand, den man betreibt. Eigentlich. Mhm. Betonung liegt auf eigentlich. Aber sowas von. Mhm. Ich glaube, ich muss gleich sogar noch Rohstoffe nachbestellen, so viel wie hier noch hin muss. Ich glaube, wir haben alles eigentlich bestellt. Habe ich eigentlich auch gedacht, aber ich habe ja gerade noch den Auftrag geguckt. Ja, hier, ich gucke nochmal rein. Anbau. Einmal Kantholz, Fichte muss ich noch holen. Ach so, das ist nur noch vom Sägewerk, okay. Ja, das ist logisch, dass wir das noch nicht haben. Ja, war, wir haben eigentlich alles bis auf das Sägewerk gekauft. Mhm. Also bis auf die Sägewerkssachen. Und ich glaube, dein Auftrag, das habe ich noch nicht gekauft. Nein. Weil das Lager ist leer. Da waren wir nämlich, also bin ich gerade jetzt am Baggerschritt, also. Genau. Da das zu kaufen war recht und. Ja. Vor allem, weil ich da wieder so viel nur herfahren müsste mit dem Bagger. Mhm. Sehr viel. Das ja. Würde ich nicht mehr. Ich guck mal eben bei dir. Container, Ziegelsteine. So ein paar Sachen müssen ja noch zu dir, aber recht viel Ziegelsteine. Tja, ist auch ein großes Haus. Mhm. Ich glaube 10 Paletten oder was das da zusammengerechnet waren. Viel Spaß. Ja, ich meine, mir macht das ja Spaß, von daher. Vor allem 10 Paletten sind eigentlich wenig für so ein Haus. Stimmt, aber allgemein von den Aufträgen hier, vom Verhältnis her ist das viel. Also dann echt, ich glaube, da verbraucht man schon reden. Ja, das stimmt. Also, das so billig ist, dann wird sich jeder ein Haus bauen. Mhm. Wir allein standen mal fürs Pflaster und für eine ganz kleine Einfahrt haben wir 4 Paletten gebraucht. Und dann aufs Morgen noch so ein ganzes Haus. Yep, das wird viel. Mhm. So eine normale Betonpflastersteine. Also jetzt keine irgendwie XXL-Dinger, das war normal. Mhm. Ich glaube, ich bin sogar schneller, wenn ich den kleinen Pritschenwagen hier auch belade. Glaube ich nicht. Nö. Du musst es ja doppelt abladen und aufladen. Naja, müsste ich ja sowieso machen. Das Aufladen. Ja, aber du musst... Stimmt, ich muss zweimal hin und her fahren, ja.
Er hat's kapiert. Yay. Bin doch nicht so blöd. Jetzt nein. Oh mein du. So, aber ich fahre die mal eben zurück. Zur Firma. Den kleinen Pritschenwagen. Timer gestartet überhaupt? Ja, auf jeden Fall. Muss mal drauf geguckt. Ja, wir sind bei 10 Minuten. Oh, vielleicht können wir heute mal ein Bückel jetzt wählen. Ja. Glaube ich aber ganz ehrlich nicht. Wieso nicht? Die letzten Folgen. Naja, gut, ne? Ach, jetzt ist eh wohl. Ich bin eh schon über Rot rüber, von daher. Bisschen zu spät gebremst. Bisschen. Ja, stand kein Auto vor mir, aber ich gedacht, ich muss nicht so früh bremsen, wenn da schon ganz steht. Oh Mann. Immer diese Verkehrskrankheit. Wollte ich doch gerade sagen. Ich darf das. Jojo. Ich komme vom Deich. Wieso kommst du vom Deich? Na, kennst du den Satz nicht? Ich komme vom Deich, ich darf das? Nee, um ehrlich zu sein, kenne ich den nicht. Du kennst gar nichts. Nicht viel kenne ich. Merke ich. Aber ein bisschen was kenne ich denn schon. Ja, geht so. Aber nicht viel. Das ist Oh mein Gott, hier gibt es ein City Center. Das steht hier City Center. Okay, unsere Stadt bekommt, also, na okay, das ist nicht deine, aber mein Dorf bekommt auch beim City Center, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. Glaube nicht City Einkaufscenter, glaube ich. Oder so ein Nahversorgungszentrum. Ja, braucht man vor allem nicht. Vor allem nebenan sind noch zwei große Supermärkte. Naja, Aldi zieht in den Dings in ein Gebäude von denen ein. Okay. Und Dings vergrößert sich, Edeka. Ah. Die übernimmt den alten Platz von Aldi. Ah. Da sind kommt die Drücke mal drin. So, einmal geguckt? Ja, ich bin dabei, das funktioniert ja alles. Nicht, dass wir wieder zu viel machen. Ja, das kriege ich schon hin. Glaube ich. Jetzt. Noch bin ich nicht wieder am Aufladen, von daher. Also noch. So. Ich fahre noch zum Baustoffhändler und dann beende ich auch die Folge. Okay. Den schaffen wir das noch nicht, glaube ich, sogar pünktlich. Oh man, pünktlich ist es gleich. Ja. Selten sowas auf meinem Kanal. Das hatten wir, aber selten mit mir zumindest. Ja. Naja, auch bei Seven Days to Die, wenn ich das mal zock. Aber zockst du ja alleine. Wir könnten davon ja demnächst auch mal Together aufnehmen. Wenn das Spiel hier ein bisschen ausgelutscht ist. Aber du hast doch jemanden. Nein. Doch. Da habe ich dir doch gesagt, dass das nicht funktioniert. Ma, mit Dings? Ich weiß gar nicht, wie sein Name ist. Bot. Wisst ihr? Ja, aber da wollten wir doch schon mal zwischendurch aufnehmen, was nicht funktioniert hat. Hast du auch. Du hast ein paar Let's Plays mit mir aufgenommen. Nee, Seven Days to Die nicht. Doch. Nein, wir wollten. Doch, ich kann mich noch daran erinnern, hast du mich angemeckert. Oder angebrüht, weiß nicht, wie das gemeint war. Nee, wir wollten aufnehmen, aber da hast du gesagt, da war ich schon mit ihnen aufnehmen. Willst du das nicht und danach... Nein, du hast gesagt, ich nehme es jetzt mit ihnen auf und das ist Pech. Genau, da wollten wir vorher sogar aufnehmen und dann stimmt. Dann hast du gesagt, nein, ich nehme jetzt mit Dings auf und ja. Und dann zwischendurch, ich glaube nochmal vor... War das letzte Woche oder vorletzte Woche? Keine Ahnung. Da wollten wir nochmal aufnehmen, aber da mit den Dedicated Server oder wie sich das nennt. Wollten wir es einfach nochmal ausprobieren. Genau. Ob es denn überhaupt funktioniert. Aber wir können ja mal aufnehmen. Ja, mal gucken. Ja, weil mit Bot funktioniert das sowieso nicht.
Der ist nie da, wenn man das vorher abgesprochen hat. Und das nervt mich, ehrlich gesagt. Jetzt auf einmal. Ja, er ist nie da, weißt du? Außer einmal hat er 3 Folgen mit mir aufgenommen, also sprich 45 Minuten. Und ja, danach nie wieder. So. Nochmal eben kurz einparken. So, und da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Und ja, da werde ich noch ein bisschen aufladen und mal beim Aerox vorbeigucken. Und naja, bis dann. Ciao. Ciao.